Für eine Beziehung genau, muss es passen und für ein One-Night-Stand muss es auf dem Bett passen. Wer bist du? Ja, ist nicht irgendwo hier nicht eingeblendet. Fabian Rütsche, ich bin Komiker und heute eingeladen da und bin ja, gespannt, was da rauskommt. Weißt du, was du heute erwarten musst? Nein. Ja, es sind alles Zahlen. Wenn ich schon gesehen habe, vielleicht keine, vielleicht geht es irgendwie um einen Sexualpartner oder so. Richtig, du wirst nicht herausfinden, wer wie viele Sexualpartner kennt. Ja, spannend. Bist du bereit für den Cast? Ja. Ja, ich würde sagen, lassen wir sie, oder? Hallo. Ja, spannend. Jetzt, ja, am besten fangen wir mit dir an. Wie ist dein Name? Selina. Selina. Bist du... Ja, ja, komm noch. Komm noch. Ah, du hast ein bisschen Hemmungen. Nein, eigentlich nicht. Also, jetzt so rein optisch, habe ich das Gefühl, du bist eh noch ein bisschen vom Land. Selina, was schaffst du? Ich bin Briefträger. Da gibt es einen alten Witz. Von Schlitz zu Schlitz, bis du den Sack leer ist. Genau. Ja. Gibt es teilweise, wenn du Briefe teilst, musst du auch irgendwo länger bleiben? Berufsmässig. Auch noch berufsmässig. Briefträgerin vom Land, eben unter das Mittelfeld, schätze ich dich ein. Und jetzt korrigiere ich da, wegen dem kargen Briefträger nachher noch runter. Ich gebe da mal das Zeitlimit. Ja. Jetzt denke ich von einem männlichen Kollegen. Wie heisst du? Dominik. Dominik. Dominik, gefalle ich dir? Das lasse ich mal so. Gut, dann lass ich jetzt so stehen. Gut, das finde ich, flott von dir. Du bist ein, der nicht das Gefühl von anderen Leuten verletzen. Gut. Wie das Gefühl bei dir läuft. Darum glaube ich, und du spielst auch mit dem. Ja? So schätze ich dich jetzt ein. Darum habe ich das Gefühl, so rein optisch bist du schon eher so ein bisschen im oberen, also bei den höheren Zahlen, die ich hier habe. Gut, was machst du beruflich, Dominik? Informatiker. Informatiker. Wo ist so deine Ausgangsmeile? Ich bin in letzter Zeit nicht mehr so viel in den Ausgang gegangen. Ja, wär schon. Ja, wär schon. Sonst, in der Schweiz bin ich eigentlich nicht so viel unterwegs bei mir im Ausland. Den kennt dich niemand. gut, der Informatiker, der ins Ausland geht und dann nicht erzählt, was er macht im Ausland. Hast du länger vor dem Kasten gehabt? Oder ist das meistens so ein schneller Griff? Immer schwarzes T-Shirt, Jeans? Nein, manchmal muss ich schon recht lange überlegen. Gut, hast du einen grossen Kasten? Ja. Ja. Ganz rum. Ganz rum. Aber geteilt. Also nicht nur. Du hast ihn geteilt. Mit wem teilst du denn du? Mit meinem Freund. Gut, hast du dich gerade noch abkorrigiert? Gib dir da mal mit. 20 plus. Wenn es nicht passt. Nächstes Mal. Ja. Du bist der? Jeremy. Jetzt so. Du siehst ein ähnlich aus wie ein Kollege von mir. Der hat so ein T-Shirt schon 20 Jahre gefühlt. Du bist sicher einer, der etwas läuft, aber nicht so der voll, sage ich jetzt so voll draufgänger. Aus welchem Grund? Wenn wir Ostschweiz aus der Ostschweiz gehen und wir reden, haben wir einfach ein bisschen kleinen Nachteil. Nein, wir müssen mit dem schon spielen. Aber ich würde sagen, wenn eine fremde Gruppe Leute. Gehst, bist du ein, der gerade auf dich zugeht und zack, bumm, und dann steht der Jeremy in der Mitte? Oder mehr so ein bisschen. Definitiv. Voll rein? Ja. Gut, völlig. Ich sehe schon meine erste Einschätzung, ob das hätte ich wahrscheinlich ein bisschen Falsche tun. Und darum mit der Zahl bei dir jetzt wirklich ein bisschen höher. Jetzt gebe ich dir da mal 80 plus. Weil zählt hast du sicher nicht immer. Ja. Das habe ich so. Du bist? Alicia. Genau. Hi. Hallo. Hi. Und wenn ich dich so anschaue, So ein Mischung aus frech und brav. Find irgendwie so, du bewegst dich so zwischendrin und du weißt eigentlich ziemlich genau, wo die Linie verläuft, finde ich. So ein bisschen. Spielst du auch mit dem? Gut, zeig alles. Danke vielmals für dich. Du versteckst es nicht einmal, also du spielst ganz bewusst mit dem. Darum glaube ich auch, dass du da eher noch mehr Sexualpartner oder Partnerinnen gehabt hast. Was machst du denn jetzt beruflich? Jetzt bin ich Assistenzlehrerin. Mhm. Hast du irgendwie welche Vorliebe, irgendeinem Fetisch oder so? Ja, also ja. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Einfach, ja, so ein bisschen etwas
dünkler rein, so ein bisschen härter rein. Mhm. Gut, wir als Landei überrumpelst hier völlig. Ich habe Bilder. Kellermässig? Ja. Ich habe noch Wein im Keller. Nein, das Einzige, vielleicht einmal so als Teenager im Keller, mit mir selber. Aber das war wirklich, wirklich das dünkelste Siegel, das ich hatte. Wie ist deine aktuelle Lebenssituation? Ich bin Mami. Gut. Ich habe ein bisschen Widersprüche in mir rein. Also weißt, einerseits hast du das Bild von so einer Primarlehrerin, Assistenzlehrerin. Dann dein so ein bisschen der Fetisch. Eben die Sachen, die du mir so gegeben hast und wenn ich jetzt dich so einschätze, würde ich sagen, wir gehen so auch bei dir in den oberen Bereich. Darum gebe ich jetzt dir mal das 100 plus mit. Dein Name? Benni. Benni. Lauf du dein Käppchen mal. Dann geht in die gleiche Richtung wie mir. Ja. Das hat sie Grund. Gut, hat sie Grund. Auch vom Eindruck her, wenn ich dein optisch anschaue, würde ich sagen, so eher ein bisschen im unteren Bereich. Beruflich? Das Glasfasernetz aufbauen in der Schweiz. Bist du in einer Beziehung? Ja. 7 Jahre. 7 Jahre? Und immer zusammen gewesen, nie einen Unterbruch? Doch, einen Unterbruch gegeben. Und dort hast du das Leben gegeben? Nein. Gut, Benni. Der Glasfaserkabel, Benni. Hast du One-Night-Stands gehabt? Ja. Mehrere? Ja. Wo siehst du die Vorteile von einem One-Night-Stand gegenüber einer Beziehung? Für eine Beziehung muss es passen und für ein One-Night-Stand muss es auf dem Bett passen. Mhm. Und je nachdem gewisse Sachen, die man am One-Night-Stand nie im Leben würde machen. Beispielsweise? Ja, halt eben gewisse Fetisch und so ausleben oder so etwas. Also hast du auch Fetisch? Schon, ja. Was für einen beispielsweise? Ja, also so mehr ins Dunkle, wie sie vorher gesagt hat, so in die Richtung. Aha, also der Benni auch im Keller. jetzt haust du mir wieder völlig alles über den Haufen. Mittlerweile würde ich dir eine höhere Zahl geben, als ich hier noch habe. Darum gebe ich dir jetzt einmal das 10 mit. Okay. Wir haben noch eine letzte Person. Yay. Hey. Name? Flavia. Flavia. Gut. Optisch würde schon irgendwie zu dir passen, dass du auch ein bisschen draufgänger bist, sag ich jetzt mal so unterwegs bist. Beruflich? Bin ich Lehrerin. Hast du irgendwelche Fetisch? Nein, aber ich bin sehr offen. Bist du in einer Beziehung? Ja. Offene Beziehung? Ja. Cool. Wie handhaben die Eier? Du brauchst Vertrauen. Mhm. Nicht nur in deine Partnerin und Partner, sondern auch eigentlich in die Liebe. Ich versuche kein Thema da. Ich schon. Aber dann ist das erste Mal, jetzt, wo du eine offene Beziehung hast? Nein. Nein. Cool, spannend. Ist dort auch ein Eifersuchtsproblem gewesen? Ja, nein, ja. Ist der Input von dir gekommen? Die offene Beziehung? Ja. Ja. Ja? Ja. 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 Wieso? Wieso entscheidet man sich, wo man sagt, hey, ich mache offene Beziehung? Ich finde die Einstellung eigentlich noch schön, wenn du sagst, ich gönne dir den schönen Moment, wo du dann vielleicht mit einer anderen Person hast. Ja, ich sehe schon, ich darf nachher noch wechseln, oder? Ja, ich habe noch dafür viel. Ich würde eigentlich gerne irgendwie so als, ich sage irgendwie so 20 plus so in diesem Rahmen, sehe ich dich eh noch. Aber ja, ich gebe dir jetzt mal das. Ist gut. Gut. Fabian. Ja. Bist du zufrieden mit deiner Einschätzung? Nein, ich bin nicht zufrieden. Ich muss den Hund wieder wegnehmen. Ja. Ich muss den Hund wieder wegnehmen. Der Benni, ihm muss ich auch noch ein bisschen höhere Zahl geben, finde ich so. Jetzt habe ich wirklich alles gewechselt, glaube ich. Cast. Wer von euch hat das richtige Schild in der Hand? Bitte die Hand heben. Fabian, du hast Schild von Wow, grandios. Sag ich stark. Wirklich gut, das hast du jetzt mal gut gemacht. Alle, die nur das richtige Schild in der Hand haben, bekommen nicht mehr das richtige Schild. Benni, du bist ein Sauchhype. Ja, haben sie auch völlig auf eine falsche Fährte geführt. Himmel. Jeremy, du fängst an. Lehrend, gell? Jeremy, weißt du da von deinen, was sind jetzt, 80 plus, wo du so noch geblieben ist, wo du sagen, das war schon Spektakel pur gewesen? Ich habe es nie zu einem gelungenen 3er geschafft. Aber plus 1 zu einem 4er hat es dann gelangen, es hat funktioniert. Der 3er ist ziemlich bitter gescheitert.
Ich bin Ipet währenddessen. Wow, ja. Ja, das spricht jetzt schon nicht so für die anderen. Ja, aber das ist gut, wenn man es auf die anderen schieben, dann habe ich absolut nicht dagegen. Danke dir, Jeremy. Immer wieder. Auf ein andermal, vielleicht sehen wir uns dann gleich mal. Ja, komm, ich ein paar Tipps von dir holen. Du bist jetzt wirklich der, den ich noch am Schluss noch richtig getuscht habe. Ja. Ja. Widerspiegelt da irgendwie da? Ja, ich bin in 3 Beziehungen schon gesehen. Ja. Hat sich zahlreich gut. Ja. Ja, ja, ich das ist ja, so verschätzt habe ich mich glaube noch gerne. Du hast es schlimm besser. Ja, ich wirklich schlimm besser. Du bist schon mal gut dran gewesen. Hast du plus 100 plus führt man da Listen? Ja. Und dann hinten mit einem Smiley oder Daumen ab. Das ist sicher spannend. Eben in 10, 20, 30 Jahren Vor- und Nachnamen mal irgendwie nachschauen. Was machen sie heute? Ja, was haben ist es denn Match geworden? Ja. Ja, super. Ja, ja. Danke dir. Danke dir. Gut. Wenn ich hätte gleich auf meinen ersten Eindruck hören müssen, jetzt bei dir. Du hast mich mit dem Fetisch auf eine falsche Fährte gebracht. So ein bisschen. Hast du das bewusst gemacht? Oder? Nein, ich würde jetzt einfach mal sagen, es fragt niemand so genau nach. Die Charakter mal stimmen, ja. Danke dir. Wie zufrieden bist du mit meiner Einschätzung? Ich habe schon gedacht, dass du mich höher wirst einschätzen, weil ich sehr offen wirke. Und dann dachte ich, es wird dann lustig, wenn wir es nicht auflösen. Gut. Sehr gut. Selina, bei dir hatte ich recht am Anfang. Und dann wieder verschlimmbessert. Mhm. Bist du fest enttäuscht? Nein. Ich würde auch das nehmen. Also. Gut. Es ist extrem schwierig. Also so viel kann ich sagen. Weil ich fühle mich wie bestätigt in dem, dass man einfach von dem ersten Eindruck wirklich noch auf nichts geht. Ja, dass man wirklich einfach miteinander schwätzen muss, bis man ein bisschen mehr herausfindet und mehr weiss. Und das macht es zum Glück so spannend.